Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Homefront. Meine Güte, war schwierig. Und das kennen wir schon von der letzten Aufnahme. So, das, da drin ist, glaube ich, der Sniper besser. Komm mal rauf. Hör zu, wir müssen diese Tanklaster markieren. Bist du bereit? Ja. Gehen wir. KVA voraus, haben uns noch nicht entdeckt. Leise. Hier lagern sie also den Treibstoff. Ich hatte gerade einen Heli im Tiefflug über mir. Er ist in ein paar Sekunden bei euch. Laut Funk sind noch mehr unterwegs. Oh man, langsam wird's munitionstechnisch eng. Ich glaube, der war gut getroffen. Okay, ich glaube, diesmal haben wir hier vorne auf jeden Fall schon mal eliminiert. Boah, Alter! Ach, das war Sam, okay. Mit was auch immer, das war eine Granate, verdammt. So, die haben wir. Hey, den habe ich auch. Da lang sind noch mehr. Alter, die ist ja heftig hier. Jetzt würde ich auch alle. Okay, dass ich die da oben nicht abschießen konnte, das war ja dämlich. Okay, ich soll denen da hinten eigentlich folgen, ne? Ich bin ein bisschen abseits von denen. Auch wenn ich ein bisschen Muni mitgenommen habe. Wo war hier hinten jetzt noch einer? Meine Güte, das ist ja ein reines Gemetzel hier gerade. Ich meine, das macht auch mal irgendwie Spaß, sowas zu zocken. Leute, hier kommen kompassive KVA-Verstärkungen. Wir brauchen Zeit haben. Halt uns den Rücken frei, solange du kannst. Oh shit. Rambo oder wie jetzt hier? Weil wie soll man dem da hinten lebend hinfolgen, so wie Rambo-mäßig, wie der da durchrennt? Oh, das ist sie. Okay. Connor, wir brauchen Hilfe. Wir kriegen hier den Arsch versohlt. Heul nicht rum. Wir kommen so schnell, wie es geht. Wir können sie nicht länger aufhalten. Versuch es einfach. Und halt den Funk frei, wenn du nichts Sinnvolles zu sagen hast.
Verdammt, Muni alle. Wir warten auf dich, hier oben. Ja, sofort, ich brauche erstmal ein paar Schuss noch. Lady. Hier lang, hier oben. Yeah, ja. Oh, nachladen. Aha, es macht aber auch mal Fun, einfach mal so wahllos durchzuballern, dadurch einfach die Massen. Na dann auf. Das Depot ist hinter dieser Tür. Wir sorgen für Ablenkung. Du musst einen der Tanklaster markieren, bevor er rausfährt. Ich versuch's. Wir dürfen das nicht vermasseln. Los, los, los! Scheiße, Connor, die Laster fahren schon los! Kann nicht einmal was einfach sein, verdammt! Beweg deinen Arsch, Jacobs! Bewegung! Du kannst dich rechtsrum vorarbeiten! Der zweite Laster fährt los! Bin dabei. Jacobs, wenn du den Laster nicht kriegst, noch einer. Versuch's ja schon. So. Du hast es geschafft. Der Sender ist angebracht. Das Signal ist klar und deutlich. Gute Arbeit. Gib uns eine Sekunde. Wir treffen uns da unten. Okay, machen wir. Dann kommt. Ja, auf wen schießen die denn da noch? Meine Güte, kann man euch helfen irgendwie? Wisch die Nachzügler auf. Wir treffen uns am Hinterausgang. Können wir gerne machen, aber ich gucke nochmal, ob die Muni haben. Ach, wie kommt ihr da so runter? Nö. Also aufmachen und durchstürmen. Bis jetzt haben wir es doch immer ganz gut geschafft gerade hier. Scheiße, wir müssen uns beeilen. Oben in den Fenstern. Meine, ich drücke immer daneben. Ich will immer nachladen und drücke T. Blöderweise. Nein, was ist denn eigentlich das für eine Waffe? Na. Ich glaube, ich rieche koreanisches Grillfleisch. Oh Mann, komm. Leute, habt ihr den echt verfehlt? Lass mal kurz ein Leben regenerieren. Ich meine, was soll ich machen, ne? Scheiße, wir müssen uns beeilen! Oben in den Fenstern! Oh, das war ein bisschen Overkill. Würde ich meinen. So. Ich hab sogar mit ein oder zwei Schuss mehr als eben. Ich glaube, ich rieche koreanisches Grillfleisch. Oh Mann, Connor. Wir müssen hier raus. Los, zur Vorderseite des Ladens. Bin dabei. Irgendwo war da eine Granate. Ah, zum Glück nur eine Flash. Komm schon. Weiter, los, Halleluja, was eine Mission. Und das für einen Tanklaster.
Kann ich noch Munden mitnehmen? Ich glaube, der hat bloß 80, ne? Na denn los? Lauft! Ihr steht euch gegenseitig im Weg, kann das sein? Ich bin doch schon oben. Hier? Leute? Hier ist nichts mehr. Außer... Hottet. Hottet? Hotter? Ich kann nicht mehr. Klar, du kannst das noch. Wir haben zwei Truppentransporter gesichert und ziehen ab. Komm zum Parkplatz. Wiederhole, wir ziehen ab. Hörst du? Wir sind fast da. Durchhalten. Papa, pack ein. Wir sind fast raus aus dieser Scheiße. Verstanden? Ja, los, mach auf. So. Wahrscheinlich hier hinten rum. Aber wenn die Damen und der Herr da wieder nicht wollen, so wirklich. Die Laster sind hier. Gib uns Deckung. Feuer auf die KVA. Jacob, benutzt Goliath. Um auf was zu schießen? Runter von dem Dach! Wir müssen springen! Über die Sandsäcke, Jacobs! Klein machen und rollen! Die Fahrer können nicht länger warten! Runter! Bin dabei. Bin doch schon unten, meine Güte. Na los, bring uns hier raus, verdammt. Sie folgen uns. Verdammt, oh. Alles aus, was hinter uns ist. Nimm die Zielvorrichtung. Ja, bin doch schon dabei. Geht auch nicht permanent aus irgendeinem Grund. Ja, ich bin noch dabei. So oft ist der auch nicht bereit. Unser Fahrzeug. Auch wenn der oft bereit ist, aber so oft auch nicht wieder mal. Meine Güte. Wir haben eine Menge Leute verloren. Wir haben die Laster, nur darauf kommt es an. Holen wir Hopper und dann ab nach Hause. Und damit haben wir Mission freigeschafft. Der Ausfall. Auf. KVA-Nachschubdepot in Montrose gestartet. Obwohl der Widerstand schwere Verluste hinnehmen musste, war der Einsatz ein Erfolg. Der Mut und die Opferbereitschaft dieser Frauen und Männer werden nicht vergessen werden. Auch unsere Feinde werden diesen Tag in Erinnerung behalten. In der ganzen Besatzungszone hat die KVA die Sicherheitsvorkehrungen erhöht und Zivilisten gezwungen, Mitglieder des Widerstands zu identifizieren. Es sind erschreckend viele Bürger verschwunden und es gibt Berichte von Folterungen und Exekutionen. Manche stellen die Rebellion in Frage. Sie fürchten Repressalien, mitten in der Nacht verschleppt zu werden. Der Preis unserer Freiheit war schon immer hoch. Wir müssen zusammenstehen, jetzt oder niemals. Dies ist die Stimme der Freiheit. Die Stimme der Freiheit. So, und an diesem Checkpoint machen wir mal wieder einen Break und sehen uns morgen wieder zurück hier zu Homefront. Bis dahin auf Wiedersehen und tschüss.